Und hallo zusammen und willkommen zurück zu GTA Online mit der Crew. Yeah, hallo, Peter. Ja, hey, ich dachte, kommt euer Einsatz. Was ist los, Jungs? Yeah. Oh, du bist so leise bei mir, Debitor. Was ist denn? Ja, Peter, du bist ganz leise. Weit weg. Ganz dann dreht mich mal hoch. Ich bin super nah am Mikro. Ja, du bist bei mir auch sehr leise, muss ich echt sagen, Peter. Echt? Dann gib mir mal ein bisschen näher. Also wir spielen Viertel vor Tod. Ja, in El Burro Eis tobt ein Drogenkrieg vom Krieg. Vom biblischen Ausmaß. Rivalisierende Dealer haben beschlossen, dass es doch gar nicht so übel ist, seinen Nächsten Hab und Gut zu begehren und versuchen, die Ware ihrer Konkurrenz ins eigene Lager umzusiedeln. Boss geht! Mit dabei ist der Weed, unter anderem der Tobi ist dabei, der Gong ist dabei, hier in dem Team bei Slay Massive. Die anderen ich bin alleine kennen. Mit den Alchemisten. Allein. Wollt ihr ganz kurz wegen dem Teamspeak mal erklären, warum wir ein bisschen reduziert haben? Fällt mir gerade mal ein. Oder soll ich das erklären? Ja, kannst du machen. Ja, es wurde einfach zu voll, kann man einfach sagen, ja. Und wir haben bei Rust schon gemerkt, wer die Rust Folge 2 oder 3 gesehen hat, mit dem guten Rumpel, es war einfach, da ist es schon sehr voll und wenn man zu 6 ist, ist schon die Grenze erreicht. Hart am Limit, oder? Ja. Ja, ist einfach so. Teilweise geht das, ey, guck mal hier, ich hab da, guck mal hier, und dann, Ja. Oh, den Modus habe ich hier schon mal gespielt, der macht richtig Bock. Ist geil. Du musst hinten die Taschen holen, ja. Wenn das Team. Es müssen unbedingt welche in unserer Base bleiben und. Also, Roughstyle, Spandoria und so sind natürlich auch dabei. Neptun ist am Start hier, mit dem schwinge ich mich mal in die Karre. Sollen wir nicht. Debitor, nicht rennen, ne? Und so, am besten immer in Deckung gehen, weil du läufst da so, Alter, dass du gleich Geschichte bist. Neptun Racker, wir rocken das Ding. Ey, unbedingt jemand bei der Tasche bleiben. Tobi, bist du bei mir im Team oder im gegnerischen Team? Ich bin in deinem Team, glaube ich. Okay, Tobi, Tasche. Ich bin schon weit nach vorne gerannt. Oh, was mach ich denn? Ich bin schon fast bei deren Base. Oh, kann ich denn? Alter. Du schießt schon. Okay. Oh, fuck. Boah, Mustang, ich wusste, dass du das bist. Ja, ich bin da reingejumpt. Und ich hab dich nicht kommen sehen. Ich wusste nicht, dass ihr so nah seid. Das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Hey. Sehr gut. Sarazar-Fail vom 9. So, der Debitor läuft Autos rum. Läuft der Debitor mit mir hinter mir? Ja, genau. Ey, okay, Skrillex ist hier. Skrillex. Ah, fick die Hände. Pass auf, Debitor. Zwei Stück. Dahinter ist noch einer. Oh, der Tobi, der Penner. Walle. Oh, und dann werde ich von Debitor umgefahren. Ey, das gibt's doch nicht. So, ganz der kurz, Tobi, man kann ja mal Tobi, kurz... andersrum. Tobi hat mich, wollte mich überfahren, Debitor hat mich umgeschossen. Man kann ganz kurz erklären, wir müssen die Taschen aus der gegnerischen Base bei uns und andersrum genauso. Und wer die meisten Taschen, also 3 Stück insgesamt, absolviert hat, der hat... Scheiße. Jetzt hab ich dich, du Arsch. Ey. Debi, Peter. Du Arsch. Du Arsch, du. Hast du verdient. Hast du nicht alles verdient. Wer so rücksichtslos mit seinen Freunden umgeht, hier. Da ist vorbei. Geh gleich rücksichtslos mit dem Teamspeak um, wenn sich das nicht wieder beruhigt. Oh, mir hat einer in den Rücken geschossen. Das fand ich unangenehmst. Ich weiß nicht. Das Teamspeak ist echt behindert, ne? Alter, wie links aber alles durchläuft gerade. Obwohl, bei mir macht es gerade keine Mädchen des Teamspeak. Bei uns ist noch der Dawid am Start. Nein! Hatte einer eine Reisetasche, geil. Ich finde, das ist auch immer so ein Kick, sobald du die Tasche hast, du willst sofort in die andere Base. Ja, es geht ja eigentlich auch nicht um Kills, geht darum, die Taschen zu kriegen. Das ist halt das. Das ist immer so ein Kick, weil du unbedingt das packen willst. Das ist Capture die Tasche, ne? Kaufst du deine Unterhose? 1 Euro kriegst du die. Ja. Alter, von 3 Seiten, ey. Niemals. Dawid habt ihr im Team, ihr habt ja so gut wie ausgesorgt. Ihr habt, glaube ich, Let's Play, Onkel. Nein, auf jeden Fall geschossen, nein. Oh, ah, Mist, ey. Benjamin. Echt? Yes, ist Tobi, ich hab ihn noch gekillt. Ich hab ihn noch gekillt, dabei Tobi. Ist. Let's Play Onkel ist nicht dabei. Nee, also Skillex ist dabei mit 199. Haben wir schon eine Tasche, weil er unten so ein X ist. Aber der Lied ist natürlich der Oberkracher. Der kann natürlich Zero drauf, der gute Mann. Was ist denn hinter dir? Ja. Der Iltis Hero. Wo ist der hin? Aber wir führen übrigens, ne? Muss man ganz klar sagen. Ganz aber klar vor allem. Sobald, das gegnerische Team die Tasche wegbringt, war's das. Boah, scheiß Husten. Gehust halt. So, ich campe einfach mal ganz dreist. Was? Hey, Skillex! Ja, Skillex campt echt die ganze Zeit, ne? Boah, hat nichts gebracht. 616 hat mich erledigt. Boah, Curry! Der Curry campt bei der Tasche, bei deren Taschen oben am Gebäude sitzt der. Bin gestolpert.
Tobi, hast du einen Sniper? Das ist die einzige Strategie, die uns bleibt. Tobi, hast du einen Sniper? Ja, aber wir müssen die Tasche, ja. Rausholen. Guck mal, ob du den holen kannst. Zeit des Grauens. Warte mal, unsere... Und der Taschen. Unsere Tasche blinkt gelb, warum? Hä? Da war doch jemand. Ja, weil die, das gegnerische Team die, glaube ich, hat. Oder nee, die liegt ja da. Ich lieg ja hier, achso. Boah, okay. Krass. Was hat der wieder für eine Waffe, der da weed? Nein, fuck, ey. Ich hat sie dir so gedacht, ne? Ich hab aber zweimal verfehlt. Wer ist denn da gerade gestorben? Ja, vergess es, ey, die Sniper, rühre ich mich wieder an. Ich nehm die jetzt wieder hier. Die Weil du wolltest mich wegsnipern, Wanda? Ja, das finde ich nicht nett. Ich hab knapp an dir vorbeigeschossen. Du bist da auch einmal so cool stehen geblieben. Nein! Das mach ich öfter, ich bleib einfach cool stehen. Hat der einen anderen angeaimt, ey. Da, mach ich mehrmals am Tag. Pass auf, Gong, zwei Stück, Gong, zwei Stück. Kenn ich auch gut. Der Benny ist dabei. Was ist denn da los? Terminator von links. Shit. Hast du wieder im Vorgarten gecampt? Ja, nee, ich wollte gerade nach unten laufen. Ich komm ja nicht weg. So, ja weg. Public zu rennen ist halt auch Selbstmord, glaube ich, hier. Ach, da ja, ist er. Nein. Aber wenn du in der Angriffstruppe bist, ist Wand. Natürlich mehr Verschleiß vorhanden durchaus. Ja, Benny, dein Team, Benny und Walle, euer Team muss auf jeden Fall die Tasche organisieren, sonst habt ihr wirklich verkackt, ne? Ja. 5 Minuten habt ihr auch erst eine, ja? Bleibt mal ruhig. Boah, komm, das gibt, Alter, der Skillex, wie macht der das? 2 Schuss war ich weg? Ja, der hat halt Skill. Scheiße, ich hab ihn nicht erwischt. Ich hab kaum Waffen. Mann! Fuck, die sind alle da. Ich hab Tränengas, bringt er was? Fuck! Yes! Wollen die alle rum? Nein! Ja, aber ich hab den Jungs Zeit gut gemacht. Benny, was willst du hier? Ach, Mann. Aber wir kommen trotzdem, bist du nicht durchgekommen, Benny. Unvorsichtig. Ich kann ja nicht mal sagen, dass ich da jetzt rumstreuen und wen ablenke, weil das kriegen die alle mit. Ja. Oh, das gibt's doch nicht. Hier solche Nummern wären 2 TS echt geil. Genau, ja. Genau. Ja, das stimmt. Aber da musst du ja auch richtig absprechen, auf welchem Server und pipapo, das ist schwierig, glaube ich. Und die Teams manuell zusammenstellen, das ist unser hier. Ach, guck mal, er schon wieder, jetzt hat er wieder 3. Marschallplatz gemacht. Der Playmassive ist fast an der Tasche, Tobi, pass auf. Ja, der kennt an der Mauer. Ach, fuck you, da kommt der Weed um die Ecke. Ich krieg nichts hin. Nicht. Wir sind zu organisiert. Ey, warte mal. Ja, warum ich bin die Tasche denn hier gelb? Warum leuchtet die Tasche denn hier gelb? Hä? Komisch. Ach, weil Rishi unsere die andere Reisetasche fallen gelassen hat. Ich glaube, das zeigt nur an, dass er sie da hinbringen muss. Okay. Schätze ich mal. Boah, wie wir das hier bewachen, geil. Da kommt einer. Der Weed ist da oben. Ach. Ich huste mal ganz dreist im Hintergrund. Ich hoffe, das stört keinen. Der Weed ist übel. Der macht mich platt. Einfach nur, um die Kommunikation zu stören. Ja, hab ich gesagt. Ne? Ja, natürlich. Wenn ich da jetzt über den Hügel komme, den hat der so. Okay, pass auf, da kommt ein Auto. Pass auf, Debitor, da kommt ein Auto. Alter, der Weed geht ohne Ende ab. Das ist Wahnsinn. Echt cool. Boah, was ist denn hier los? Alter, ich höre Raketen, kann das sein? Da hat jemand unsere Tasche, ne? Nein! Geil! Okay, ja. Du hast sie noch. Ich hab den mit der Tasche. Hol dir die Tasche und dann rennst ins Auto. Tobi, rette die Tasche! Boah, der Weed hat einfach alle geplättet. Achso, scheiße, hab ich zu spät gesehen. Hol die Tasche und dann go. Fahr mal zur Tasche. Hä, wieso kann ich die nicht aufheben, WTF? Oh nein, ich werd angeballert. Ach, die liegt doch am Spawn. Okay. Oh, wo ist denn die Tasche hier, hä? Ah, hier. Warst du das gerade im Auto, Debitor? Ja. Alter, da ist der Heidi. Wahnsinn. Der Currywurst, ne? Ey, ohne Witz. Was ist denn da los? Es geht nicht. Ich hab früher auf den geschossen. Mann, Kacke. Doch, der aimt direkt zum Head. Ja. Das ist aber zu übertrieben. Ja, das probiere ich natürlich auch, aber es klappt meistens nicht so gut. Nee, das klappt leider nicht so gut. Aber spielt natürlich auch extrem viel mehr. Das Spiel ist nicht gut für mich, mein Herz. Ich spiele das ja nur mit euch, so ein bisschen. Solche Spiele, ne? So Teamplay, da gehe ich immer mit Emotionen rein und fuck mich voll ab, wenn ich verliere. Ohne Scheiß. Wir gewinnen doch. Ja, aber ich hatte die Tasche, Alter. Das ist halt einfach ein Napp. Tobi, ganz dünnes Eis. Der Weed ist zu krass, Alter. Der Weed ist so heftig, ich hab sowas von keine Chance. Super heftig. Der aimt mich 150 Meter weit weg an. Und bummt sich trotzdem noch weg, ey. Oh, warte, die sind schon ziemlich nah bei uns, kann das? Oh nein. Der Dennis holt sich die Tasche. Nein. Bring rein, Curry, wir holen die uns linke Tasche. Hat er die? Ja, er hat sie.
Mach jetzt mal bei Nick an. Und zwar Sniper. Komm schon, Dennis. Gib Gas! Die kommen gerade zu zweit in unser Camp mit dem Auto. Nein! Schön. Boah, ich saß im Auto für alles. Dann hat er mich geholt. Fuck. Alter. Boah, was ein Nervenkitzel ist, wenn du die Tasche hast. Ohne Witz. Sollen wir mal da rüberfahren eben? Ja, komm. Komm, Debitor. Das ist die Möglichkeit. Scheiße. Never! Alter, Dawid hat da alles mit Sprengfallen rund um die Tasche. Nee, das war ich. Los, du. Hau rein. Alter, ihr seid ja so krank. Nee, das ist echt zu heftig. Hier sehen sie übrigens Debitors. Boah, ja, da lauern sie an der Tasche. Oh nein, der hat mich an der Rad. Ach, der Rad. Stopp. Tasche da drüben. Kacke. Die Sprengfallen weg vom Tobi. Also, nehmen wir uns. Trotzdem hat uns Dawid weggeballert. Das ist Currywurst, ne? Oh, genau. Ich komme einfach nicht an deren Tasche. Der Let's Play Onkel hat die Tasche. Oh, der bringt sie nach Hause. Yes. Der bringt sie nach Hause. Let's Play Onkel, du packst das! Let's Play Onkel ist auch bei euch. Hä? Oh, das gibt's doch. So, 20 Sekunden noch, dann ist die Runde hier. Alter, ihr habt Let's Play Onkel da Weed und wen sonst was. Ja, wir müssen auf jeden Fall danach nochmal, weil die Folge geht ja ein bisschen kürzer heute. Also bisher. Und die müssen wir dann auf jeden Fall nochmal. Wo läuft noch der denn da hinten? Ah, ja, wo laufen sie denn? Das war ein Fight, ich habe gekämpft, aber es hat leider nichts gebracht. Oh nein. Ey, schade, da haben wir auf der Straße, ey. Wir alle da angelaufen kamen gerade. Ja, du warst da hinten, du die ganze Zeit deinen blauen Dinger versteckt. Ich hatte dich ausgemacht. Ich bin da gerade hingelaufen, ich wollte warten, bis er weg sei. Da kommst du da über die Straße gelaufen. Verloren, ich hab gerade wieder gekämpft. Du wolltest da clever mich von hinten erschießen, ich weiß genau. Ja, genau. Die Gewinner. Ja, weiß ich doch. Der Sarazar-Style. Boah, hat aber Spaß gemacht. Boah, ich war auch verdammt schlecht. 6 Kills. Oh, ich bin 14 Mal gestorben. Das ist neu, das auch nicht eine Alter, da Weed 20 Kills, du Wahnsinniger. Ja, da Weed ist ohne Ende. Der ist der krasseste, Alter. Ich bin da reingelaufen, der hat mich am laufenden Band weggeballert. Wenn du da noch in der Angriffformation bist, null Schnitti. Aber Schnitti-Matik. Gut ab, da kann ich nur meinen Ruf erzählen. Das ist Skill, den habe ich leider nicht. Ja. Aber dafür macht es bei allen so, glaube ich. Ne? Jetzt wollen die alle wiederholen. Nee, nicht nochmal das gleiche, oder? Wer was anderes? So. Ich meine, das war nicht jetzt eher wiederholt und dann nochmal. Es war nicht unspannend, kann man mal sagen. Ja, kann man eigentlich. Okay. Jetzt bin ich der Einzige, der auf wiederholen ist. Okay. Zack, Wiederholung. Du Revolutioner. Das Ding ist halt, dass wenn wir jetzt nicht eine 16er Karte kriegen, müssen wir was 16er-mäßiges wählen, weil sonst können ja nicht alle wieder mit und dann. Ja, das sind alle 16er Karten hier. Ja, stimmt. Was ist denn in der Pipeline? Nochmal ein schönes Rennen. In der Pipeline. Ja, Rennen ist lahm, oder? Mit 16 Leuten? Capture, Überfall, Striptease. Was mit 16 Leute? Achso. Oder nochmal ein Deathmatch zum Schluss? Hier dieses. Last Team Standing oder was? Oder? Ja, diese paradiesische Zustände. Töten oder getötet werden. Nee, kein Deathmatch. Das hatten wir doch gerade. Okay. Und in der letzten Folge auch. Die ganze Deathmatch ist auch ein bisschen lame. Dann machen wir lieber wieder Standing ein Rennen, haben wir echt oder? Noch gar nicht im. Last Team GTA Standing finde ich auch. Wollen wir Schumasch machen einfach? Mosch? Was? Ja, Schumasch unten rechts. Ja, komm, nehmen wir das einfach mal. Da hat man eh nur ein Leben, glaube ich, ne? Ah, das ist ja beruhigend. Ja. Da kann ich ja 2 Minuten zeigen und dann bin ich raus. 2 Minuten. Jetzt übertreibst du wieder. Ah, ja, genau. Ich gehe in Deckung und verstecke mich so lange. Hatten wir echt selten Last Team Standing drin. Also es geht halt darum, wer am längsten überlebt welches Team, wie der Name schon sagt. Das heißt, wenn ihr sterbt, sterbt ihr für immer. Also zumindest für die Runde. Alter, ich hoste heute den ganzen Tag. Das ist ja ein Traum. Team-Ausgewogenheit mache ich mal wieder an. Ja, ist heute echt super, ne? Es läuft heute wunderbar. Ja, die haben die letzte Folge gesehen. Ja, ich glaube auch. Also irgendwie ist kaum zu glauben. So, Reschi, und wir haben sau viele aus der Slay Massive Crew dabei. Das ist natürlich geil. Der Skillex ist auch wieder dabei. Der ETS Hero oder Herzo. Neptun Racker ist auch dabei. Kann ich hier noch irgendwas einstellen, was interessant ist? Nee, ne? Du hast nur ein Leben. Vergeude es nicht. Oh. Wertung 80% erstellt von Rockstar Games. Erforderlich Rang 3. Spieler 2 bis 16. Oh fuck, Rang 3, da bin ich raus. Ja. Ich würde am liebsten sagen, dass alle nur die gleichen Waffen haben, damit es halt fair und ausgewogen ist. Aber das geht ja leider nicht. Ah, das ist natürlich bitter, weil dann snapern die mich halt meilenweit weg, wie gerade die ganze Zeit der Dawid. Ich habe jetzt mal eben $37.000 für Waffen ausgegeben. Alle Waffen. Die ist Munition für alle kaufen. Ist das für die Crew oder ist das nur für einen selbst? Nee, für alle Waffen. Alle Waffen, die du hast, werden alle Waffen, auch Haftbomben, alles wird aufgestockt. Mach ich immer. Dann ist ja gut. So, der Debitor ist bei der Slay Massive Crew dabei, der Gronk, der Tobi, die anderen kenne ich gar nicht. Haben wir die gleichen Teams wie eben? Ich bin Team 2 jetzt, also ich bin nicht mehr in der im Slay Massive Team mit Heideltraut zusammen. Doch, du bist dann ist noch in dieselben Teams wie gerade.
Stand aber gerade bei mir Team 2. Ist ja auch egal. Wir sind ja trotzdem mehr mit den Autos aus. It's Hero, Neptune, Raka, ja. Pandoria, Currywurst. Es heißt ja, dass bald ein DLC kommt, wo man sich dann auch hier so Häuser kaufen kann bei diesem Winewood-Schild. Boah, wäre geil. Okay, wir müssen von dem Berg hier runter, sonst snipen die uns weg. Ja, und was wirklich geil ist, müsst ihr mal googeln. Müsst ihr mal googeln. Es gibt so ein Video. Ne, Tobi, da kommt ein Tsunami. Ja, das ist so eine Mod, genau. Die kann man sich irgendwie, aber frag mich nicht wie. Aber nur für die PS3, ne? Ja. Und auch nur für den Singleplayer auf jeden Fall. Also könnt ihr auf playnation.de sehen. Lalala. So. Aha. Playnation, ist das nicht diese super Seite mit Spiele-Infos, ja, allem, was man braucht? Hammer. Rund um die Uhr, die neuesten Gaming-News, alles, was man haben will. Ja, plus Gewinnspiele und so weiter. So, da kommt einer am Hügel rechts. Scheiße, sie können mich ja alle nicht hören, meine Team-Members. Doch, ärgerlich, versuch mal. Oder? Bist du weder im gegnerischen Team... Ah ja, das sind die gleichen Teamaufstellungen, ne? Aber ich, aber ich, bin, ich meckere ja nicht. Hauptsache, wir sind am Start hier. Ich sage, ich prophezei, der Currywurst ist der Letzte, der überlebt. Doch, schade. Ich sehe nur rote Punkte da hinten. Ach, Mann. Oh, Debitor. Da ist einer vorbeigesaust. Ja, ich hatte eine gute Idee, die hat aber nicht geklappt. Oh, das ist ja... Debitor schaut jetzt zu. Ja, ich guck euch zu. Das ist ja der Heideltraum. Kann ein bisschen ghosten. Ah, ne, kann ich gar nicht. Boah, ist schon wieder so ein Nervenkitzel, ne? Keine schlechte Stelle, glaube ich. Oh, ich bin tot. Okay. So, der Debitor und ich sind im Himmel. Hallo Debitor, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Schaut jetzt zu. Das freut mich. Okay, gucke gerade von oben auf Gronkh. Wir rennen auch los. Ja, ich auch. Ich gucke gerade. Meinst du, er war ein artiger Junge? Glaube nicht, er hat eine böse Maske auf. Wir sollten ein Klavier fallen lassen. Das ist eine Pandamaske, wie von den lustigen kleinen Pandas. Okay. Die von der Pandoria. Sich loszulaufen. Ja. Pandaoria. Oh Gott. Kann ich jetzt. Das war wirklich mies. Wir werden sterben. Kann ich jetzt hier vielleicht? Boah, da hinten ist ein Sniper, glaube ich. Ey, ihr seid doch da in diesem Haus, ihr Vögel. Tobi, ihr Nator, nichts. Ihr kämpft doch hier. Sorry. Ich sehe euch auf der Map. Wir sind 20 Kilometer weit nach vorne gerusht und ihr Kackvögel. Warte, der Gronkh hat die Sniper ausgepackt. Ihr seht das hier. Er sieht anscheinend jemanden an. Nein! Tobi hat schon wieder. Tobi Sniper ist der Tobi. Von wo Sniper? Der gibt mir eine Info, Benny. Ich weiß nicht. Der Tobi hat eine super geile Position. Aus irgendeinem Haus. Shit, das war der Neptun. Super geile Position. Die snipen da aus dem Haus. Ich sehe es direkt vor mir. Komm, Tobi. Los. Da ist doch bei niemand. Aber sieht cool aus. Aber da sieht halt auch die passende Mütze für den Namen. Aber es sah gut aus. Der Tobi hat eine pinke Sniper. Ich habe auch einen pinken Granatwerfer. Ah, was du alles hast. Komm, ein Löhnchen raus. Pinkfarbene Puschel. Kommt raus zum Spielen. Alter, ich kill mir fest. Da. Was? Was, wer ist da? Nix. Ist ein Insider, ne, Tobi? Vor allem Insider, ne? Insider. Bringt die Kinder in Sicherheit. Shit. Kriegt die nicht. Boah, wir campen uns hier fest, Leute. So, wo ist denn der Gronkh? An der Mauer. Oh, ich hab grad die Karte. Haben sie die doch wieder hochgezogen? Weil die mich sofort wieder erwischen würden. Ja, nur beim Gong. Oh oh, wer will mich denn da gerade umgehen? Naraza, stell dich doch einfach auf den Strand. Gibt's. Oh, Reschi ist voll die am Bitch. Am Strand. Lass mich der Reschi petzen. Wie kannst du denn hier über mir angezeigt werden? Das ist doch voll utopisch. Der Tobi hat schon wieder anvisiert. Sieht ja jemand? Hier müsste ein Spieler im Baum sein, direkt laut Minimap. Das ist Tarzan. Ist auch dabei. Ja. Nein. Nein, Dawid ist zu heftig. Ey, selbst Currywurst. Ich sehe hier niemanden so mehr. Und ich kann nicht nach oben. Das war's. Der Tobi geht näher. Tobi ändert die Position. Ich kann nicht weiter nach vorne. Irgendwer fährt jetzt der Auto. Der hängt da oben im Gebüsch und ich kann ihn nicht aimen. Ah, fuck. Jetzt haben wir jetzt zwei. Boah, ne. Alter, scheiße. Ach, du warst, ach, da der, hinten, du warst der kleine Affe. Gronkh hat's auch erwischt, Wald, okay. Da wo hat's warst du denn, Gronkh? Ich war unter dem Haus. Ah, okay, verstehe. Der Tobi spielt Tobi das echt geschickt. Der wechselt nach und nach die Position immer weiter näher ran. Das ist eigentlich clever. Man, ja, das hab ich auch so gemacht, hat mir nichts gebracht. Du hast einfach ein Auto reingeworfen, war auch nicht so gut. Reschi. Okay. Dieser komische Etes Hero hat mich auch umgebracht, ne? Der hängt da unter dem anderen Haus, unter den Steinen. Alter, die hängen da alle unter Häusern, ihr Schweine. Da fährt einer im Auto. Tobi, deine Chance. Shit. Der Tobi springt auf die Motorhaube. Das Vibe lässt es krachen.
Wie viel habt ihr? Nur 3, ne? Da ist da Weed. 3, ja, wir sind weniger. Ah, okay. Ach, ja, aber Nico ist ja bei mir im Team. Ja, nee, geht ja ruckzuck. Alter. Oh, was ist denn wieder los? Was machen die denn da? Mach mal ein paar Deckungen weg. Pass auf, ach, bist du das, Tobi? Ab, ja, natürlich. Geil. Ich dachte, das sind die Gegner. Das wird noch nix. Nee, nee. Der Tobi, ne, der hat faustdick hinter den Ohren und hinter den Brüsten im Spiel. Mal kurz, wo der 6-16. Alter, der 6-16, das gibt's ja gar nicht. Das ist bestimmt der Weed. Wenn ich jetzt hier rausrenne, holt er mich so weg. Der Weed ist auch... Oh, der Weed hat wieder einen. Ich hör's piepen. Ja, der Weed ist so krass einfach nur. Oh nein, ich bin nur 2 da. Wer ist noch mit mir? Oh, jetzt wird's krass. Jetzt wird's krass. Let's Play Onkel holt euch von hinten. Aber nicht verraten, nicht verraten, nicht verraten. Entschuldigung. Guck mal, wie so unsicher sie sind. Siehst du das? In beide Richtungen gucken die. Alter, aber ganz ehrlich, der Onkel hat eine gute Position. Eine richtig miese. Super. Richtig, guck mal. Der Weed ist auch ganz gut. Ja, aber der böse Onkel, wollte ich schon sagen. Stimmt. Der Let's Play Onkel hat eine super Position. Krass. Aber ich glaube, der ist zu weit weg. Je weniger es werden, desto konzentrierter wird das Ganze, merkst du. Oh, das war nicht so gut. Oh. Boah, wenn er jetzt trifft, ne? Ne, voller Epic. Boah, Alter, das wär's gewesen. Wenn er mit dem Granatwerfer. Guck mal kurz, was da Weed macht. Ihr könnt ja nicht gucken, was ich mache, oder? Nee. Nee. Ich kann das sehen. Okay. Aber ich bin ja auch meinst in deinem das Team. Das ist clever. Aber ich kann leider nicht sehen, wo du hinwirfst. Ich muss gerade nochmal sagen, dass das Wasser in GTA 5 ziemlich cool aussieht. Ja, das stimmt. Ich finde auch diesen Meeresschaum und so sehr geil gelöst. Jetzt, wo er sagt, stimmt. So, Aufholjagd. Da Weed. Wir müssten auch mal ein Jetski-Rennen rückwärts machen oder sowas. Ich würde es gerne kommentieren, aber ich darf es nicht. So. Darf ja niemand wissen, wer wohl ist. Der Let's Play Onkel, der Let's Play Onkel. Oh, jetzt beim Let's Play Onkel wird's spannend. Beim Let's Play. Ja, ich glaube auch. Nein! Ja. Boah. Tobi ist tot. Tobi ist tot. Ja, Mann, Tobi, ich hab dich halt funktioniert. Du kleiner Ficker, Alter. Ja, das war eine super Aktion. Tobi! Was, okay. was hast du mich denn gekillt? Da vorne rechts ist einer von dir. Der wirft Granaten, glaube ich, der Walle. So, jetzt wird's. Alter, der Let's Play Onkel, jetzt wird's krass. Wirft einer Granaten auf dich. Jetzt wird's krass. Gleich trifft er dich. Oh, oh. Alter, es wird krass. Boah, beim Let's Play Onkel, ne? Alter, ist das was? Nein, was? Oh. Nein! Ja! 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 Nein! Nein! Yes! Weed, Mann, ja, weißt du, das war so geil, ey! Weißt geil du, wo der Benny hochgegangen ist? Wo der Benny hochgegangen ist? Wo der Benny hochgegangen ist, ist der Alter. Let's Play Onkel runtergesprungen. Wie viele sind noch da? Nur noch one on one? Ja, nee, 2 gegen 1. Ach, 6 scheiße, von 6 lebt. Boah, der 6 von 6 muss uns den Alter, Arsch retten. Der hat aber auch eine geile Position, muss man sagen. Ja, da hab ich direkt. Ich darf nichts sagen, aber. Alter, ist das geil. Alter, das ist ja super. Ja. Aber nur noch 2 Minuten. Da rechnest du gar nicht mit. Da rechnest du gar nicht mit. Nee, überhaupt nicht. Ah, er verlässt mich. Ja, ich bin voll in der Unterzahl, das gibt's gar nicht. Bist du in der Unterzahl? Hä, wieso? Ja, bist du in der Unterzahl? Hä, wir sind in der Überzahl. Ja, natürlich. 2 zu 1. Ich dachte eben, wir wären in der Unterzahl. Achtung, rechts. Nein, nein. Auf der Straße. Okay, okay, jetzt wird's krass. Der 616 sein. Er haut ab, er haut ab. BTF, Kamikaze. Was hat er vor? Was hat er vor? Muss ich ja nur überleben, dann gewinnen wir ja sogar, Mann. Es sei denn, der überleben ist gut. Du weißt, 616 ist wahnsinnig. 616 wäre nicht 616, wenn er nicht 616 wäre, ne? Ja. 616 steht für seinen Kill-Counter allein in diesem Team Deathmatch. Ja. Okay, jetzt wird's krass. Jetzt wird's krass. Alter. Aber der hat eine goldene Waffe, ist auch so geil. Aber nur noch 90 Sekunden, ne? Oh oh. Nein! Oh, nein! Wie mega geil! Nein! Wie mega geil! Was hast du eine Granate geworfen oder was? Alter, Haftbombe, genau auf den Strand und der rennt da genau drüber. Bam! Oh, unfassbar! Unfassbar! Mega Killabräumer! Die letzte Runde von mir, ey. Ich bin ein Segen, dass sie das aufgenommen hat. Das war das mein bestes Game of the Ever. Das würde ich echt gerne nochmal zocken. Das war geil. Alter, wie ich schon echt abgerechnet. Alle geowned. Und auf Platz unglaublich, 1. 3 Kills und auf Platz 1. Und der Sarazan, er gehört gesteinigt. So. Nein, ich gönn's dem Sarazan. Runde. Ich gönn's ihm auch. War eine gute Runde, muss man einfach sagen. Ja, okay, ich freu mich gerade. Gerade nach dem Rennen letztes Mal und so gönn ich ihm. Walle, genau. Walle. Ja. Setz dich mal gerade hin und klopf dir mal auf die Schulter jetzt. Wir wollen das hören. Nee, zu viel des Lobes. In der nächsten Folge verkacke ich wieder und dann kriege ich wieder einen Shitstorm. Beende doch das Let's Play einfach zwischendurch. Ja, ja. Mach Schluss. Letzte Folge, liebe Freunde. Tschüss. Tschüss. Ja, Wahnsinnsnummer. Ich bin immer noch begeistert. Hat richtig Laune gemacht. Und am besten war natürlich dieses FBI-Gebäude-Ding. FIP-Gebäude. Ah, das war schon die letzte Folge. In dieser Folge der Sarazan natürlich ganz vorne mit dabei. Jetzt war es natürlich auch seine letzte Folge. Wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Er beendet das Let's Play. Ja, ich bin ja schon weg. Er möchte nichts mit ihm zu tun haben. Ach, Quatsch. Tschüss.